Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Bencheck. Heute habe ich einen Rucksack dabei mit LED-Anzeige von Divu namens Pixo und den schauen wir uns heute mal ganz genau an. Bevor wir allerdings loslegen, müssen wir das ganze Ding aufpacken. Ich habe den Karton schon mal vorbereitet, da schauen wir jetzt mal rein. Schauen wir mal rein. Von außen, wir sehen die Firma Divu. So sieht es von vorne aus. Von hinten haben wir noch dass es wasserresistent ist, dass es stoßresistent ist, dass es eine App dafür gibt und hier sehen wir noch einen QR-Code. Da können wir uns dann mit der App verbinden. Aber jetzt schauen wir erstmal rein. Ich will es ja nicht zu spannend machen. Aber kein strenger Geruch, also kein giant Geruch. Mit einer. Also Tüte erstmal weg und dann sehen wir, hier ist so eine Tasche drumherum. Kann man ganz fein auffädeln und dann kommt das beste Stück auch schon zum Vorschein. Ich bin auf den ersten Blick ganz froh, dass er nicht ganz so klein ist, wie ich mir das im ersten Moment dachte, weil wir haben Füllvolumen von 17 Litern. Ich muss ja ab und zu meinen Laptop mitnehmen, habe 15,6 Zoll. Schauen wir mal, ob der da reinpasst. Ich vermute im ersten Moment ja, aber dazu erstmal später. So, der erste Eindruck beim Auspacken war, man sieht natürlich von vorne erstmal die Paneele und hier vorne das Logo nochmal die Woom. Ich bin heute nicht allein, der Magnus ist noch dabei und wir hatten ganz kurz mal drüber geguckt und hatten festgestellt, dass die Verarbeitung eigentlich ganz solide zu sein scheint für ein China-Produkt. Also im ersten Moment würde einem das nicht auffallen. Hier hinten haben wir gleich noch eine Tasche entdeckt, eine kleine. Da gehen wir aber nachher ein bisschen mehr drauf ein. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ich habe hier eine Powerbank vorbereitet, 20.000 mAh. Ihr könnt auch weniger nehmen. Ich hatte die zu Hause. Ihr müsst eine Powerbank mitbestellen, die ist leider nicht dabei. Die werden wir jetzt mal anschließen und dann schauen wir uns das Ding mal an. Das kommt uns da entgegen. Ein Sack voll Luft. Dann haben wir relativ viel Platz für den ersten Blick. Also ich meine, das Nötigste kann man auf jeden Fall mitnehmen. Wir haben hier oben noch die Gebrauchsanweisung mit drin. Ich dachte, es seien so Visitenkarten oder sowas. Aber die Gebrauchsanweisung ist mit drin, die brauchen wir natürlich nicht. Dann die klassischen Trockenhaltsäckchen mit Salz, Sodium, Schnickschnack brauchen wir auch nicht. Was wir brauchen ist dieses Kabel. Das ist fest verschlossen, ich kann es leider nicht weiter rausholen wie bis hierhin. Da werden wir jetzt die Powerbank anschließen und dann werden wir das ganze Ding mal anmachen. Dann nehmen wir die Powerbank, man nehme das USB-Kabel und stecke es ein. Passiert irgendwas? Ah, es passiert tatsächlich was. Dann kann man das perfekt hier in die Tasche wieder reinstecken und die Powerbank ist direkt verstaut. Und ich weiß jetzt nicht, er zeigt jetzt random irgendwas an. Magst du kurz das Licht ausmachen? Ja? Das ist groß. Wir werden uns jetzt mal die App runterziehen und dann mal gucken, was wir da genau einstellen können. Ihr seht hier den Karton mit dem QR-Code. Ihr seht hier mein Handy mit der offenen Kamera. Wir scannen den QR-Code. Es wird hier unten die Website angezeigt. Da klicken wir einmal drauf. Was passiert? Ich hoffe, es öffnet sich richtig Google Play. Dann können wir das installieren. So einfach ist das. Das ist auch total cool. Der Magnus meinte vorhin, das wäre geil, wenn man darauf noch Tetris spielen könnte oder so. Und jetzt spielt er die ganze Zeit Tetris. 2 Stunden. Könnt ihr euch die Motive aussuchen, die ihr sehen möchtet. Da gibt es ganz unterschiedliche. Ich bin aktuell in der Kategorie Neuheit. Dann gibt es empfohlen, top
Und wenn ihr euch davon eines aussucht, wird das im Endeffekt mit Musik sogar auf den Backpack übertragen. Jetzt zum Fazit des Divum Pixo Backpack. Etwas schade, dass wir nur dieses Viereck haben und nicht die ganze Rückseite von den Pixeln bedeckt ist, aber nichtsdestotrotz, wir haben satte Farben, wir haben unendlich viele Motive, wir können Texte durchlaufen lassen, wir können darauf sogar Tetris spielen, wie ihr gesehen habt. Ich habe vorhin versucht, auch das konntet ihr sehen, meinen Laptop in die Laptop-Innentasche zu stecken mit 15,6 Zoll. Das hat nicht ganz gepasst, was aber daran liegt, dass mein Laptop sehr dick ist. Ich habe ihn dann einfach in die reguläre Haupttasche gelegt, wunderbar, und würde dann die Laptoptasche für Dokumente oder ähnliches nutzen. Wir haben hier einen Preis von $159, das ist relativ heftig, das entspricht einem aktuellen Europreis von 135,25 €, wenn man es genau nimmt. Allerdings hat nicht jeder so ein Schmuckstück. Ich habe sowas in der freien Wildbahn noch nicht gesehen. Man fällt damit definitiv auf. Die Qualität ist hervorragend, sauber verarbeitet, super Nähte. In dem Fall spricht die Qualität für sich. Ein super Gimmick, macht Spaß, man fällt damit auf. Ich würde der Sache ein Go-Approvement geben, wenn man über den Preis hinwechseln kann. Ansonsten, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen nach oben, wenn nicht auch gerne einen Daumen nach unten. Aber dann bitte auch einen Kommentar unten in die Kommentarsektion und schreiben, was euch gestört hat. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Ben Jack.